Was? Natürlich. Schief. Kriegsschiffsmodellbau. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das keine Kriegsschiffsmodellbau. So, jetzt. Hier haben wir also jetzt das gerade hier fährt, ein Modell der Graf Spee klein. Die Graf Spee ist hier drüben nochmal in groß, im Marschall 1 zu 100. Dann irgendwann hier in der Atlantik, dann leider in ein Gefecht. Kommt Meldung überlanciert, dass Vorderlach-Nachbarn hier großzählende Kriegsschiffe zusammengezogen worden und eingesetzt und dass man die Schiffe dann seelisch auch noch versenken wollte. Das Problem war eben, dass die Schiffe nicht mehr so fahrtüchtig waren, dass man schreibt, man redet oder ich weiß dann nicht so genau, aber der Kapitän Graf Langsdorff ist dann, nachdem es klar war, dass man nicht mehr in Montevideo sein konnte, hat er das Schiff räumen lassen und ist nur mit einer Berufsbesatzung, das heißt mit Freiwilligen, dann herausgefahren. Wir haben gebeten, er möchte doch mal die Montevideo sich genauer angucken. Und falls er das nicht wollte, hätte man seine Familie dementsprechend in Sicherheit genommen. Dann hat er sich selber erschossen. Das haben wir hier zur Graf-Spee nochmal. Dann haben wir hier ein Kriegsschiff aus den Weilen. Die Alliierten haben dann Druck ausgeübt, weil Montevideo war ein neutraler Hafen, also nur eine gewisse Zeit verging. In dieser Zeit war es also nicht möglich, dort die Schäden, die entstanden sind, hier während eines Gefechtes zu reparieren. Und man hatte dann